So Leute, Chaos vorprogrammiert und das wisst ihr selber. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Berlin-Vlog. Ich hoffe, ihr habt alle meine anderen Berlin-Vlogs aus den letzten Jahren schon gesehen. Denn dann solltet ihr wissen, warum ich Chaos sage, weil alle meine Berlin-Aufenthalte und Vlogs ein Chaos sind. Das ist so die beste Art zu definieren, wieso meine Zeit in Berlin vergeht und wie man das zusammenfassen kann. Für alle, die mich nicht kennen, ich habe mich natürlich wieder nicht vorgestellt. Ich bin Suda, ich bin 20 Jahre alt und mein Kollege aus Berlin, mein bester Freund aus Berlin, ruft mich nonstop an und sagt, komm vorbei nach Berlin, du warst so lange nicht mehr da und er hat recht. Ich war einfach, Leute, das letzte Mal in Berlin, als es war, habe ich letztens in meinen Memories geguckt, weil ich war so, wann war ich lit? Wirklich, wann war ich das letzte Mal da? Und dann ist mir aufgefallen, ich war seit letzten Sommer bzw. Herbst einfach nicht mehr in Berlin. Und für jeden, der mich länger verfolgt, der weiß, dass ich eigentlich monatlich alle 2 Monate nach Berlin gegangen bin, weiß, es ist komplett crazy. Natürlich lag es auch daran, dass ich in Barcelona war, dann in der Türkei, dann wieder in der Türkei. Wisst ihr, was ich meine? Also ich war basically nicht da, um mir so zu denken, mir ist langweilig, ich gehe mal nach Berlin. Alle anderen Orte waren einfach geiler als Berlin, deswegen war ich nicht in Berlin. Aber da ich jetzt wieder seit 1,5 Monaten in Deutschland bin und mir die Langeweile wirklich einfach zu Kopf steigt, dachte ich mir, weißt du was, ich gehe einfach mal fürs Wochenende nach Berlin. Und als würde das nicht reichen, habe ich einfach noch meine Freundin mobilisiert und meinte so, ey, komm mal mit. Und ja, das werdet ihr jetzt in diesem Vlog sehen. Das Produkt aus meiner sehr chaotischen Planung. Ich hoffe, dieser Vlog gefällt euch. Vergesst nicht, vorher schon einen Daumen nach oben zu geben, falls du ein Real-Life-G bist. Und jetzt ohne Spaß, Leute, ich habe mehrere Berlin-Vlogs. Also so, ich habe das letzte Mal, als ich in Berlin im Sommer war, haben wir so eine African, ich weiß nicht, so ein Paradies. Da gab es so voll viel afrikanisches Essen, afrikanische Musik. Es gab so eine Strandecke. Jetzt, wo ich sage, oh mein Gott, ich muss da wieder hin. Egal, ich laber zu viel. Auf jeden Fall, guckt euch den letzten Berlin-Vlog an. Der ist absolut iconic. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Guten Morgen, liebe Sorgen. Es ist einfach 5.23 Uhr. Ich bin komplett Knockout, Leute. Ich habe gefühlt um 3 Stunden geschlafen. Oh mein Gott, ich bin so müde. Auf jeden Fall, unser Zug geht um 7 Uhr morgens. Deswegen muss ich mich jetzt fertig machen. Ich habe gerade meine Haare aufgeklebt. Ich werde jetzt auch frühstücken, meine Tasche packen und dann muss ich auch schon los. Juhu. Okay, Leute, es ist 6.30 Uhr und in einer halben Stunde treffe ich mit meiner Freundin Hauptbahnhof, deswegen gehe ich jetzt schon mal los. Eigentlich bin ich dann zu früh. Dann bin ich so 10 Minuten vor 10 oder so da. Vor 7, was laber ich, Digga. Aber ich versuche so beim Bäcker mir noch ein bisschen Frühstückssachen holen, deswegen sollte das perfekt passen. Also, let's go. We made it, guys. Wir sind jetzt am Hauptbahnhof und ich gehe jetzt da vorne zu meiner Freundin. Die ist in Rewe drin und ich glaube, ich kaufe mir bei Rewe auch was zu trinken. Dann bei Jormas Arabs, ihr wisst Bescheid, hole ich mir eine Brezel. Ich kenne Jormas übrigens auch nur aus den Nemo-Songs. Ich wusste davor einfach nicht, dass dieser Bäcker Jormas heißt. Und dann kommt, glaube ich, auch schon unser Zug hier im Moment. Ne? Wir haben so 10 Minuten oder so eigentlich. Ich muss mich echt mal ein bisschen sputen. Ratet mal, wer neue Freunde gefunden hat, gerade im Zug. Die sitzt einfach hinter uns. Wir reden so über TikTok, halt, wie so Walla, die ist hässlich und so. Hi. Und jetzt sind sie nimmt die Nummer, weil die meinen, die brauchen Spots und Clubs und so. Und meine Freundin nimmt deren Insta, damit wir connecten können. Und der ganze Waggon, bei Gott, hasst uns so sehr. Wir reden so laut, es ist 7 Uhr morgens da vorne, der arme Junge schläft, Alter. Guck, mit der Brille. Und Ari kennst du auch. Ich habe gleich einfach ihre Insta-Follower. So klein ist sie. Die haben uns ausgelacht. Ich habe das meinen Freunden erzählt, dass hier 13 dazu ist. Die sagen, typisch, Digga, was los in Hamburg? Ja, Mann. Wir sind ausgestiegen, Digga. Berlin Hauptbahnhof, sagst du, wir warten gerade auf Fahrschule, dass wir ankommen. Da müssen wir mit dem M41er bis Kreuzberg durchfahren, weil wir haben keinen Bock. Also ich habe keinen Bock umzusteigen. Kein Kopf für die Scheiße. Und ja, man gibt euch mal bitte, wie groß der verfickte Bahnhof in Berlin ist. Also Hauptbahnhof ist mir ehrlich zu viel in Berlin. So, wir sind jetzt bei meinem Kollegen und wir haben gerade gefrühstückt. Also wir waren einkaufen und haben gerade Brötchen gegessen. Die Brötchen in Berlin heißen einfach Semmel und sie sind so verfickt kacke gewesen. Ich schwöre, kennt ihr es, wenn so Brot richtig knautschig im Mund ist und so nicht knusprig? Du kannst nicht so richtig abbeißen und es nicht zerkauen im Mund, Digga. Genauso waren die Brötchen. Aber ich habe mal jetzt mit Avocado gegessen. Jetzt mache ich mich ready und dann gehen wir raus. Ey, ich schmink mich gerade und seit einer halben Stunde die Barbe in seine Tattoos und seinen Körper. Und der ist, ich bin ehrlich, der ist fresh geworden, ne? Aber ihr wisst nicht, was das hier gerade für eine Therapie war. Der wurde wirklich 10.000 Mal abgeändert. Und jetzt erst cool in Tattoos, vorne, hinten, in der Mitte 361. Ich muss sagen, vorne ist clean geworden, gefällt mir sehr. Hinten auch. Und hinten auch. Ich finde irgendwie ein bisschen, also diese Flügel sind sehr dunkel schattiert, aber an sich so vom Muster her finde ich auch sehr clean geworden. Aber die haben echt Mutter gefickt. Jetzt kriegt er auch noch Gesichtstattoo, Digga. Was redest du, ey? Guck mal hier diese rote mit, wo diese Monster rausfällt. Mach dir noch was auf Beine. Mach den mal größer auf Schulter. Mach das mal auf. Ey, das ist kacke hässlich. Mach das da weg. Das bockt, Mann. Das bockt gar nicht. Mach mal nicht so ein Monster. Lass das mal so respektabel. Oh, das bockt, Mann. Elegant. Das bockt. Digga, das sieht richtig. Vor allem mit Rot bockt nicht, Digga. Doch. Mach mal hier diese rote mit, wo diese Monster raus. Nein, einfach links. Mach den mal größer auf Schulter. Mach das mal auf. Ey, das ist kacke hässlich. Mach das da weg. Das bockt, Mann. Das bockt gar nicht. Mach mal nicht so ein Monster. Lass das mal so respektabel. Oh, das bockt, Mann. Elegant. Das bockt. Digga, das sieht richtig. Vor allem mit Rot bockt nicht, Digga. Doch. Snaps du mich eigentlich? Was ist das? Wie voll ist gerade bei dir?
Abi, wir fallen gerade bei dir. Ja, schon. Oh, Leute. Reservieren wir das nachher. So, Leute, ich bin jetzt ready gemacht und ich sehe sehr fresh aus, würde ich sagen. Ich muss gerade nur und wie ihr hören könnt, telefoniert mein Kollege gerade mit seinem Friseur, weil wir erstmal zu seinem Friseur gehen, Haare schneiden. Dann gucken wir, was wir machen können, weil die Auswahl ist limitiert, ne? Ja. Es wollte noch ein Kollege von ihm kommen, aber der ist gerade was erledigen. Wahrscheinlich treffen wir ihn dann draußen, weil wir ja jetzt auch rausgehen. Eigentlich wollte er hierher kommen. Und dann sehen wir, was der Tag so bringt. Ich will unbedingt Tacos essen gehen, meine Freundin will unbedingt Waffeln essen gehen, in der Form von einem Schwanz. Und ich glaube, darauf kann ich verzichten. Genauso kann das mein Kollege, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das klären. Weil das haben wir legit jeden Berlin-Trip. Jeden Berlin-Trip haben wir diese Diskussion mit der Schwanzwaffel. Und ja, let's see, wie das ausgeht. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal hingehen. Da haben wir die Diskussion nicht mehr, ne? Dann haben wir die Diskussion nicht mehr. Also so, Leute, kommentiert mal bitte. Würdet ihr, also so, weißt du, es ist ja nicht schlimm, aber ich muss halt einfach nicht draußen auf der Straße eine Waffe in Schwanzform essen. Ist zwar so ein cooler Gag, aber ich will mir keine kaufen. I just don't want it. Ich muss beeilen, Wallah. Okay, Leute, es sieht sehr lit aus. Ich bin ready rauszugehen. Outfit of the day, einfach eine schwarze Hose. As you can see, dieses weiße Oberteil, weiße Jacke, wahrscheinlich noch eine Cap, oder? And that's it. Warte, du kannst ihn, warte, geh mal mit dem Gesicht weg da. Ich kann das drehen, ne? Aber ich dachte, du wirst dich selber sehen. Nein, scheiß drauf. Siehst du mich trotzdem? Ja, wenn ich da hier durchgucke. Was redest du? Echt? Ja. Was geht ab, Habibis? Wir sind gerade neben dem Friseur von meinem Kollegen. Er schneidet sich die Haare. Wir sind bei Hutsch Beti, Schönleinstraße. Kennt der ein oder andere vielleicht und jetzt warten wir drauf, dass er seine Haare schneidet und ich habe irgendwie Todesbock auf was Süßes, Bruder. Weißt du, worauf ich richtig Bock habe? Weißt du noch das letzte Mal, als du dieses Crown hat? Was war das? Cruffle? Ah, was? Ja, das war das schon. War zu geil, bei Gott, das war so eine getoastete, was war das denn? Croissant-Waffe. Das war eine Croissant-Waffe, die war wild und auf sowas hätte ich Bock, ich bin dir ehrlich. Oder Baklava mit Eis wäre ich auch down. Oder? Aber, oh mein Gott, ey Leute, ich glaub's nicht. Sie will echt immer noch diese Schwarzwaffel essen, ich glaub es nicht. Na, mal gucken, was wir jetzt machen. Sind ehrlich gesagt, ich muss auch sagen, in Berlin ist es jetzt ehrlich nicht so kalt wie in Hamburg. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass hier einfach kein Wind ist, meinte meine Freundin. Sie hat auch Harvey recht. Es fühlt sich hier einfach an wie so Frühlingsanfang. Ich muss sagen, es ist schon trotzdem kühl, aber in Hamburg Hände frieren weg, alles friert weg. Wisst ihr, was ich meine? Hier ist noch ein bisschen kalt. Ich habe Gott sei Dank jetzt einen Bäcker gefunden und hol mir ordentlich ein Brötchen, weil es kann nicht sein, dieses Brot war so widerlich. Dann gehen wir kurz zurück zu meinem Kollegen, weil wir ja immer noch auf seinen Kollegen warten, weil ich wollte jetzt eigentlich mexikanisch essen, ich habe auch alle überreden können und ja, Digga. Aber weil ich so Hunger habe, ich weiß auch nicht, woher das kommt, hole ich mir jetzt zwischendurch doch nochmal ein Brötchen. So Leute, ich habe Gott sei Dank jetzt einen Bäcker gefunden und hol mir ordentlich ein Brötchen, weil es kann nicht sein, dieses Brot war so widerlich. Dann gehen wir kurz zurück zu meinem Kollegen, weil wir ja immer noch auf seinen Kollegen warten, weil ich wollte jetzt eigentlich mexikanisch essen, ich habe auch alle überreden können und ja, Digga. Aber weil ich so Hunger habe, ich weiß auch nicht, woher das kommt, hole ich mir jetzt zwischendurch doch nochmal ein Brötchen. Ich habe mir hier gerade ein Stück Pizza geholt für 2,50, es sieht zu mies aus. Mein Kollege meinte, das soll voll geil hier sein, er hat sich auch eins geholt. Und deswegen dachte ich, weißt du was, gönne ich mir ein Stück Margarita und ich habe gerade da hinten richtig süße Followerin getroffen. Ich habe mit dir Fotos gemacht, wenn sie mir die schickt, dann kann ich die vielleicht einblenden. Und ja, Digga, ich weiß zwar nicht, wie der Laden heißt. Ah, da steht's. Turtle Pizza, Digga, gönnt euch. Direkt hier, Schönleinstraße. So, meine Pizza ist ready, Leute. Die sieht so geil aus. Und weil wir uns alle Pizza geholt haben, holt meine Freundin sich jetzt auch ein. Deswegen warte ich hier drin auf sie. Ist auch schön warm hier drin. Und ja, ich liebe das Ambiente von dem Laden. Ich schwöre, ich liebe so zugepflasterte Leben. Es ist einfach voll authentisch. Ich liebe so Läden voll mit Stickern und generell einfach so, keine Ahnung, nicht so ordentliche Läden, das ist einfach authentischer. Na, hast du deine Pizza schon aufgegessen? Ja, was hast du für eine Pizza gegessen? Was hast du für Pizza gegessen? Eine große Mann sein. Salami mit so Creme Fraiche. Oh, hör auf. Aber nee, ist doch Rindersalami. Ich liebe Salami. Was redest du? Ja. Ist das hier Rindersalami? Natürlich. Nein. Ja, egal, wir kommen später wieder, Leute. Bei Gott, für ein zweites Stück später. Habt ihr gehört, Leute? Die haben sogar echt nicht Schweinsalami auf denen. Da ist ein Stück von meiner Freundin. Sie freut sich schon, sie ist schon heiß. Es ist einfach nicht mal 20 Minuten her, dass ich diese Pizza gegessen habe. Und ich habe mir einfach ein Brötchen gemacht. Leute, Avocado-Brot ist so, ich glaube, es ist ehrlich nichts Geileres. Ich hätte ehrlich auf diese Pizza scheißen können und mir noch eine Avocado kommen, wäre so erzähl geil. Erzähl noch, dass heute Morgen, bevor wir losgefahren sind, also ja, Mann, heute, das habe ich schon erzählt. Hast du schon eine Butterbrezze gegessen? Checkst du? Oh ja, Mann, ey, Bruder, ich habe ehrlich heute viel und gegessen. Und dann hast du nochmal wieder Avocado-Brötchen hier gegessen. Ja, Mann. Und dann noch die Pizza und jetzt wieder Maschallah. It's going down, ja, Mann, balla, Maschallah. Ey, Leute, egal wo ich bin, ich nehme einfach immer meine Teebeutel mit. Also mein Kollege, wie ihr seht, hat auch echt viel anderen Tee. Aber zur Sicherheit, falls irgendjemand kein Schwarztee zu Hause hat, weil ich brauche meinen Chai, Digga. Aber Licht ist scheiße, ne? Ja, scheiße.
Sehr scheiße. Ey, Kopf war jetzt los, Alter. So, Leute, wir haben uns fertig gemacht. Guck mal, wie ich meine Haare gemacht habe. Wie findet ihr das? Ich finde irgendwie, das ist zu fresh geworden auf diese Einhorn-Face-Style. Und das ist mein Outfit. Wir gehen jetzt in eine Bar. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber ja, let's go, I guess. Wir sind gerade essen, was ist das nochmal, libanesisch? Ja, Köfte. Wir sind gerade libanesisch Köfte essen, also ist nicht mein Teller, ist der Teller von meinen Kollegen und ich bin richtig skeptisch, Leute, weil das sieht nicht aus wie Essen, was ich essen würde. Aber mein Kollege sagt, es schmeckt richtig gut. Das ist Essen, haben wir so redet man nicht über Essen. Hey, ich meine das, ich bin einfach ehrlich, aber ich meine, du findest das lecker. Und das ist ja gut, ich glaube dir das. Sonst hättest du es ja nicht bestellt. Das ist die Karte und wir haben Shish Tavuk bestellt. Also so, es wird anders ausgesprochen, weil es arabisch, aber auf türkisch heißt das einfach Tavuk-Spieß. Und ja, es kostet 4 Euro, deswegen hoffe ich einfach, dass es preiswert ist, gutes Essen. Und dass mein Kollege mir auf jeden Fall nicht zu viel versprochen hat. Guten Appetit. Ich dachte, unser Essen kommt am Spieß, aber es ist so eine Essenstasche. Ja. Ey, ist das so eine geschlossene Tasche? Ja, also sieht das so aus, oder? Und da drin ist alles drin auf dem, ne? Ey, das ist schon fresh. Irgendwie sieht das getoastet aus. Ja. Ich bin hart, wie du schon hast probiert. Hähnchenbrust, Bruder. Okay, warte, Leute, das war so geil. Ich schwöre, ich habe einfach, oh mein Gott, das ist so wirklich. Ich habe einfach alles aufgegessen. Der Laden heißt Hummus und Baba und schmeckt so unnormal geil. Leute, kommt hier hin und holt euch. Ich tabuke im Brot. Leute, wir sind jetzt in der Bar und da vorne geht einfach ein verflickter Tanzkurs. Wie soll ich das machen? Es wird endlich. Danke dir. Und da. Das sieht so gut aus. Oh, der Tode hat mich übersehen. Das hat mein Herz gerade geblutet. Was denn? Oder wir haben ein Chamonix. Sie ist Experte. Wir haben uns Essen bestellt, Leute, und sind home. Was ist das nochmal? Carbonara. Und ich habe Hühnchen geholt und ich habe so Bock drauf, Leute. Ich habe so Hunger. Ich gebe ihn. Guten Morgen, liebe Sorgen. Es ist 11.45 Uhr und ich bin komplett knocky. Wir gehen jetzt Brötchen holen, weil ich brauche mein Avocado-Brot, sonst kriege ich meinen Schaden. So, Digga, wir waren bei Netto und ich habe mir Snacks geholt. Und jetzt suche ich nach ordentlichen Brötchen, weil ich sehe es nicht ein, jemals in meinem Leben wieder diese Netto-Brötchen zu essen. Ja, hoffentlich finden wir jetzt einen Bäcker, Digga, weil ich habe Todeshunger. Und yes! Ich liebe es, wie weit, also beziehungsweise wie breit die Straßen in Berlin sind. Da vorne, hat man den Fernsehturm eigentlich gesehen, da vorne ist Cotti, also Cottbusser Tor. Und ja, wir suchen einen Bäcker. Ey, wir haben einfach frische, warme, richtig heiße Brötchen aus Edeka bekommen, es war klar. Oh mein Gott, hier gibt es Burritos, ich würde auch unbedingt mexikanisch essen. Und da vorne, ja, er meinte Waffel 36 war, aber das sieht ehrlich nicht so aus, als wäre es so geil. Sieht ehrlich ein bisschen aus wie so Abklatsche. Ich bin dir ehrlich, Bruder, gibt schon Leute, die können falsch machen bei Waffel. Auf jeden Fall ist er noch nicht offen. Ja, Mann. Aber vielleicht ist die Mutter irgendwann weggezogen, weißt du? Ja, okay. Breakfast Time, Leute. Ich bin zwar echt gegen diese Salami. Aber wir haben die gestern gekauft gehabt und das glaube ich gar nicht. Die brät klar jetzt ein. Unsere Eiermeister, Schwestern, Dicker. Und ich mache einfach diese Sausage. Ich liebe die angebraten, Leute. Lifehack, selbst die aber eigentlich auch jeder kennt, wenn ihr damit aufgewachsen ist. Macht so Schlitze in diese Würstchen, weil dann braten die von allen Seiten an und es ist einfach geil. Boah, geil. Ja, auch sehr geil. Das mögen wir, jawohl. Wie viele Eier wollen wir machen, Bruder? Eier. 4, 5? 5? 5 mindestens, weil wir sind 4 ja. Leute. Ich hab die Erfahrung, Vito ist auch noch dieses 2 Eier pro Kopf Energy. Weißt du, ich würde 6 sagen. Okay, 6, 6, wir sind zu 4, das passt doch. Digga, ich hab sonst... Wie crackst du deine Eier? Ja richtig hier. Okay. Was sagen? Was sagen? Immer wenn man es perfekt machen will, ja, schief. Ey, ich schwör, es gibt nichts Nervigeres für mich, als diese scheiß Schale im Ei. Vor allem mit Nägeln, das ist kopfig. Du musst einfach immer mit der Eierschale das rausholen. Das ist dann einfach. Ja, yeah, ich check schon. Aber kennst du, wenn es dann so nach links und rechts flutscht? Ja, normal. Knacks, Bruder, Knacks. Normalerle. Normalerle. Das sieht gut aus. Wie die kleben unten dran, Alter. So was mag ich gar nicht. So was aber gar nicht, die. Für Milch, ne? Milch darf nicht fehlen. Yeah. Das ist heute fair, war schön, dass ich umrühren. Ich bin heute Deutsch. So. Der Herr schläft hier noch mit dem Fuß raus. Ey, Frühstück gleich, ne? Hörst du mich? Guten Morgen, das hört sich sehr gut an. Wir sind hier um 1 Uhr nachts oder so nach Hause gekommen, Leute, oder so Richtung 2. Mein Kollege war einfach bis 6 draußen, hat uns dann geweckt.
Hab dann Serie rangemacht, die ganze auf dem Bett rumgesprungen. Er ist auf mich gefallen, auf seinen Sofa, Digga. Kopf gefixt, deswegen muss ich jetzt auch ein bisschen seinen Kopf ficken. Alles ein Geben und Nehmen, liebe Leute. Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Die Würstchen sind halt ehrlich perfekt goldbraun. Die waren so kurz vorm Verbrennen. Die fällt mir sehr gut. Unsere Brötchen sind schön warm, deswegen ist das Innere richtig weich. Jetzt müssen wir nur noch Wasser in unsere Tees machen, Leute. Ja. Wo sind eure Tassen? Habt ihr mitgenommen? Ja, klar. Guckt euch den Scheiß an, Leute. Walla, so wild, Digga. Richtig lecker, richtig saftig. Meine Freundin benutzt meine scheiß Avocado als Aschenbecher. Mein Herz blutet. Aber Leute, gibt euch. Wie viel Uhr ist es? Es ist 16 Uhr, Leute. Ich bin fertig gemacht. Wir sind fertig gemacht, mehr oder weniger. Und jetzt gehen wir los. Ich will Cruffles essen. Das ist so eine Kreuzung von Croissant und Waffel. Und danach mal gucken, wo wir hingehen. Ja, aber das ist so Berlin, dass er einfach wirklich... Ja, ich glaube, der sieht ja gar nicht, um zu spenden. Das sieht auch voll gut aus, Leute. Und Lipgloss, hast du mich erstanden? Ich hab Lipgloss. Oh, auf jeden Fall, ja, wir trudeln hier durch die Streets und meine Freunde benehmen sich wie die letzten Affen, aber das ist eigentlich ganz okay. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich Bock auf Croffle habe, ehrlich gesagt. Ich habe einfach Bock auf was Süßes, aber mein Kollege ist einfach zu stupid, um sich da irgendwas zusammenzureimen, was hier Geiles geben könnte. Wir sind auf einem Markt, Leute, und es gibt hier einfach einen Salep-Stand. Ich glaube es einfach nicht. Jeder, der nicht weiß, was Salep ist, bitte geht in den nächsten türkischen Laden, holt euch Salep-Kräuter oder das Pulver und mischt das in Milch. Das ist sowas wie Kakao, nur geiler. Wir sind da und es gibt einfach genau diese Muffins, die ich essen will, oder Croffles oder wie auch immer die heißen. Auf jeden Fall bestelle ich mir das jetzt. Und der Laden heißt Patas. Falls ihr mal Bock habt, hierher zu kommen. So Leute, hier hat meine Croffle. Das ist quasi ein getoastetes Croissant einfach mit Zimt und Zucker und Nutella. Und ich freue mich. Alle haben gerade 5 Stunden auf mich gewartet, aber ist mir eigentlich egal, ehrlich gesagt. So, ich habe meinen, oh mein Gott, Croffle gegessen. Ich wollte gerade sagen, der hat so gut getan, aber ich habe gerade so, oh mein Gott, ouch. Ey Leute, ich habe die Bauchkrämpfe bekommen von der Kacke. Aua. Auf jeden Fall, es tut ein bisschen weh, aber es war richtig lecker. Leute, eigentlich 10 von 10, ich schwöre euch. Croissants zu backen ist viel aufwendiger. Eigentlich muss man sie einfach wirklich in so einen Toaster tun oder wie gesagt bei denen in Waffelmaschine. Schmeckt so geil, eigentlich fast noch geiler. Aber für 3,50 ist so, weil es ist ein eingefrorenes Croissant gewesen. War aber trotzdem echt lecker, also falls ihr Bock habt. Heißt Tatas, ist in Kreuzberg, hier direkt beim Wasser. Und ja. Ich hole mir jetzt doch noch einen Crepe, Leute. Weil ich auf diesem Markt einen Stand gefunden habe. Und ja. Ich habe meinen Crepe und ich bin glücklich, weil die wollen jetzt Döner essen gehen. Und eigentlich habe ich nicht so Bock auf Döner. Ich glaube, ich hole mir trotzdem einen Döner. Aber mein Hunger nach Süßes wurde nicht gestillt. Und da ist dieses Brummy Balls Donuts. Da hatte ich mir letztens einen Donut geholt, den fand ich aber richtig scheiße. Ich wollte eigentlich auch einen Donut essen, aber Leute, die Schlange ist so lang. Deswegen dachte ich, scheiß drauf. Ich hole mir ein warmes Crepe, ist auch geil. Und jetzt sind wir Döner essen, einfach weil wir Fettsäcke sind. Wir waren auch gerade noch einkaufen bei Edeka Snacks. Und jetzt sind wir bei Ostern-Döner. Nein, das ist ja Kräuter, glaube ich. Ja, kann noch ein bisschen warten, kein Problem. Ist gut, Abi, ist das Cocktailsoße? Das ist ja, Cocktailsoße. Ja, ja, ja. Ja, Mann, auf jeden Fall. Egal, Leute, ich bin echt skeptisch, ja. Ich bin wirklich skeptisch, Leute. Aber egal, ich gebe es ihm eine Chance, weil gestern hat es auch gut geschmeckt. Der Döner schmeckt an sich ganz nice. Ich finde, der schmeckt ein bisschen wie Döner in Brötchen, weil das Brot so knackig frisch ist. Aber ich finde es geil. Und ja, ich muss sagen, also bei mir ist mehr Soße als bei dir, aber ich schmecke die Soße einfach nicht. Es ist feucht, aber es hat so keinen starken Geschmack. Ahnst du, was ich meine? Spotten sich, dass es in Berlin keine Cocktailsoße gibt, Leute. Oder zumindest scharfe, so Currysoße-mäßig. Yes. Essen. Das ist mit Parmesan. Ja, es ist heiß, Mann. Ich will mich nicht verbrennen. Das ist zu heiß, Nico. Ja, mach ihn. Du hast doch Schnee. Das fällt mir runter. Achso, okay, nee, okay. Ah, nein, das ist heiß. Warte. Guten Morgen, lieber Sorgen. Es ist zwar gleich 16 Uhr, aber egal. Guten Morgen, schönen Sonntag. Leute, mach mal schneller. Wir waren gestern noch einmal in derselben Stadt, in der wir vorgestern auch waren, da hatte ich meine Kamera dabei. Deswegen wollte ich nicht zweimal Kamera an denselben Ort unnötig mitnehmen, aber es war richtig geil, weil der Besitzer oder wer auch immer, man kann einfach bei Spotify die Playlist sharen oder was auch immer, wie nennt man das, linken. Und dann kann man selber Musik anmachen. Und ja, ich hatte meine Cam nicht dabei, aber wir haben eine ganze Playlist durchgehört. Es war sehr fresh. Und jetzt fährt meine eine Freundin nach Hause und wir gehen ins Studio, weil mein Kollege aufnehmen will. Und ja, das ist jetzt erstmal die Mission. Leute, ich habe so viel in Berlin gegessen, ihr habt keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich alles gefilmt habe, aber ich war gestern auch en masse essen. Und meine Hose geht, Leute, einfach nicht mehr zu. Es tut alles sehr weh auch, weil ich... Ihr wisst nicht, Leute, das ist eine Portion für Nudeln für zwei gewesen. Niemand hat die aufessen können, nicht mal mein Kollege. Und ich habe sie aufgegessen.
Hau rein, Habibi. Pass auf dich auf. Komm gut nach Hause, ja, Mann. Ich küsse dein Auge. Tschüssi. Da geht sie hin. Ciao, ciao, Habubski. Wir rufen jetzt Uber, Digga, weil wir nach Lichtenberg gehen. Mein Kollege will mir sagen, Digga, das ist hier in der Nähe. Das meint er nicht, dass es in der Nähe ist, aber ich weiß, es ist am Arsch der Heide, Leute. Das ist für mich wie nach Harburg fahren, Digga. Und ich will auf jeden Fall nicht nach Harburg. Checkst du? Digga, warum machen wir das? Das einzig Geile an Berlin ist Uber. Ja, okay. Ich weiß zwar nicht, warum da Free Now drauf steht, aber Hallas. Let's go. Wir sind Harbi gerade durch halb Berlin gefahren und das hat ehrlich 10 lang gekostet. Das schon. Jetzt sind wir irgendwo Industriegebiet. Gar nicht geil, weil wir sind an Subway und Dunkin' Donuts vorbeigefahren und ich konnte mir keine Snacks holen. Und ja, Digga, hier soll irgendwo das Studio sein. Also, let's see, I guess. Mein Körper macht richtig Breakdance, Leute. Weil diese Nudeln ehrlich nicht geil waren für meinen Körper. Da ist Sude. Sude sitzt hier und guckt alle kritisch an. Und hier ist ein bisschen Romantik. Bisschen Sternenhimmel, auch auf romantisch. Mal gucken, mit welchen Chayas er schreibt. Glaube ich. Das sind sie noch schreiben. Ist interessant. Ey, Wallah, Sude, gib mir irgendwie deine Kamera. Hi, Leute, was grab, was grab. Ups, ich brauch's, dass er auf den Fuß getreten ist. Ist das schlimm? Das war's von uns. Peace out. Studio sieht so aus. Sal hat euch das ja gerade irgendwie ein bisschen chaotisch schon gezeigt. Und ja, Digga. Was geht ab? Spaß und Spaß. Also geh mal zur Seite, mach Platz. So, Leute, wir haben gerade erfahren, zu unserem Glück, ahnt ihr dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, Bruder, Dankschauhallen. Auf jeden Fall, es gibt so Hallen, die sind voll mit so typisch, was ist das, typisch asiatisch, oder? Die sind voll Großhandel, asiatischer Großhandel. Genau, Essen, Nägel, Kosmetik, Extensions, da soll es mega günstig sein. Ich habe das so oft auf TikTok gesehen. Und zu unserem Glück, an einem Sonntag, wo alles andere zu hat, hat das auf und wir sind direkt da. Und deswegen gehen wir jetzt hin. Und das, was ihr im Hintergrund hört, ist unser Kollege, der geile Beats da macht, blablabla. Aber uns ist langweilig, deswegen gehen wir jetzt hin und gucken, was wir Freshes finden können. Meine Nails sind oder so. Ist gut. Wir sind da. Also direkt hier ist auch das Studio, deswegen war nicht so weit. Aber das Dongshuang Center heißt es, soweit ich verstehe. Hier gibt es auch Essen. Oh, geil, Alter. Da müssen wir nicht bestellen. Hier ist so ein Supermarkt. Ich frage mich, wo so die Sachen für Nägel sind. Ich frage mal. Wir sind viel schneller fündig geworden, als ihr euch das vorstellen könnt. Wir sind einfach in einem Riesenladen für Nagelzubehör. Und ich glaube nicht, in was für ein Paradies ich hier zufällig gelandet bin. Ich glaube das einfach nicht. Nein, nicht Tipps. Oh mein Gott, Leute. Nein, ich glaube wirklich gerade nicht, wo ich gelandet bin. Hier gibt es auch einfach alle möglichen Eyelashes in jeder Größe, so vorgefertigte, so quasi Wimpies oder wie man die nennt. Oder halt so einzelne. Es gibt Nagellack. Leute, es gibt alles. Ich schwöre, ich glaube, ich werde ja hart wie broke gehen. Ja, mein Bruder. Checkst du, weil glaub mir, ich will immer solche, also die Louis Vuitton Kleber finde ich jetzt nicht so geil, die von Chanel auch nicht. Aber so Markenkleber zu bekommen online ist immer so richtig Scam, weil dann sehen sie in echt komplett anders aus. Und hier kann man sie richtig angucken, auch wenn ich sie jetzt nicht wirklich schön finde. Die Glitzer sind geil. Guck mal, was du ja, es gibt so heftige Sachen hier einfach. Leute, ich glaube es nicht. Walla Gott, ich danke dir. Ey, die Buchstaben, das Ding ist, die Buchstaben habe ich in klein, in gold und in schwarz. Aber ich suche halt irgendwas Geiles, was ich noch nicht habe. Ey, Avocados, Bruder. Nein, Bruder, das will ich niemals machen. Das wäre ehrlich einer zu viel, so wenn ich zur Avocado-Frau werde. Barbie ist geil. Was? Nein, Mann, das ist auch echt kacke hässlich. Vor allem diese blonde Barbie. Ich habe so Sprüche mit Barbie auf denen. So City-Girl-Sprüche, aber die habe ich auch noch nicht auf meine Nägel gemacht. Einfach von Pinseln. Oh mein Gott, nein. Nicht große Steine, aber scheiße, sie sehen nicht hochwertig aus. Sonst hätte ich sie direkt geholt, Leute, weil ihr wisst, ich suche so smaragdgrüne Steine. Aber ey, es gibt hier echt zu geile Sachen. Oh mein Gott, Bro. Voila, es ist lit. Ich wünsche, diese großen Steine würden schön aussehen. Was? Sind das over? Ja, Mann. Ja, das sind so Gimmicks, die man drauf machen kann. Pinsel in allen Größen, in allen Farben. Aber die Pinsel, muss ich sagen, sind echt teuer. Weil keiner gibt 2 Euro für eine Wimpernbürste aus. Oder 4 Euro für so einen einzelnen Pinsel. Also kann man machen, aber
Geht auch günstiger. Ey, es gibt einfach diese Folien, Bruder. Soll ich die holen? Guck mal, Louis, Gucci, Dior. Die Chanel finde ich zwar nicht so schön. Ich finde diese Glitzer viel schöner. Echt? Oder die, das ist Dior in rosa, in Türkis. Ja. Ja, das sieht geil aus. Ja, ne? Leute, ich muss das festhalten, weil ich weiß, ich werde mich nicht mehr daran erinnern können, was es hier alles gab. Und es gibt hier halt wirklich wortwörtlich alles. Es sind Gänge voll mit Stickern. Einfach noch ein Gang nur mit Stickern, mit Folien. Digga, oh mein Gott, mit Stein. Zu fresh. Also da hinten, die sind cool. Die Weltall und so. Ja, Weltall würde ich nicht machen, aber diese Perlen sind auch todesnice. Das ist auch wild. Das Ding ist, ich habe irgendwie das Gefühl, es sieht nicht so hochwertig aus. Also diese goldenen Sachen drumherum, wisst ihr? Und das ist schon wichtig. Aber das sind schon echt miese Sets, Leute. Das kommt jetzt nur auf den Preis an, weil ich habe mir solche Sets mal online bestellt. Und da, wie gesagt, haben mir die Steine oft nicht gefallen. So, solches Glitzer habe ich schon. Drachen habe ich nicht, aber würdest du dir Drachen... Ich würde mir das halt nicht machen. Weißt du? Oh mein Gott, Puffer. Oh mein Gott, es gibt einfach alles. Ich hätte echt gern was geholt, Leute, aber es hat mich einfach nichts angesprochen. Die meisten Sachen, die sie haben, habe ich auch schon. Und ich habe jetzt auch nichts Außergewöhnliches gefunden, was ich unbedingt brauchen könnte. Ich hoffe aber einfach, dass wir in den nächsten Läden was finden können, weil hier gibt es so einiges. Hier gibt es so Taschen, Schuhe, Nägel. Oh, da vorne steht wieder Nails. Wir sind hier in der nächsten Halle, Leute. Wir haben einfach einen Typen gefragt, also beziehungsweise ich habe einen Typen gefragt, weil er meinte halt, ja, es gibt hier einfach mehrere Hallen voll, weil ich meinte, das ist hier das Ende. Und jetzt sind wir einfach wieder in der neuen Halle. Leute, es gibt so viele Hallen scheinbar und es ist alles voll mit Sachen. Ich glaube einfach nicht, auf was für eine Goldgrube ich hier gestoßen bin, Digga. Oh, ey, Bruder. Oh mein Gott, Bruder, Haare. Lass mal gucken, Bruder. Ja, gut, Mützen finde ich jetzt nicht so interessant. Und es sieht auch nicht nach Echthaar aus, aber dennoch will ich wissen, was hier angeboten wird. Es gibt hier einfach so schöne Kleider. Die sehen halt auch wirklich qualitativ hochwertig aus, Leute. Wow. Ich habe einen neuen Nailstore gefunden, Leute. Hier gibt es auch richtig geile Glitzersachen. Aber ich arbeite ja mit Gel und nicht mit Acryl, deswegen bringt mir das nicht wirklich was. Obwohl ich sonst Gel mischen könnte, aber ich bin eigentlich nicht heiß darauf, Glitzer zu holen, weil ich echt selber viel Glitzer habe. Gibt es aber richtig geil Nailbits in so extrem großen Größen. Das ist halt ein Großhandel. Aber hier gibt es auch, glaube ich, ganz coole Tipps. Für mich sind die jetzt nicht lang genug, aber... But you get what I'm saying. Falls ihr mal hierher kommen solltet, Leute, ihr findet hier alles, was euer Herz begehrt. Da könnt ihr euch sicher sein. Einfach ein Waffeleisen für 8 Euro. Cake Pop Maker für 8 Euro. Ich glaube es nicht. Ich habe noch einen Nagelstore gefunden, Leute. Ich glaube, es gibt hier auch noch 10.000 weitere gefühlt. Das ist hier so unendlich. Aber wie gesagt, ich finde nichts, was ich nicht schon habe oder was ich brauchen könnte. So crazy viel Läden. Aber hier steht Großhandel nur abholen. Also man kann hier scheinbar nicht kaufen. Aber auch hier gibt es einfach alles. Wir schauen uns jetzt mal den Asian Supermarkt an, weil ich und Sal hatten mal vor 1-2 Jahren in Hamburg in so einem Supermarkt gekauft und es war so richtig, richtig geil. Deswegen mal gucken, was wir hier so finden können, was hier an sich so gibt. Ich habe echt Lust auf Snacks und yeah. Es gibt hier diese Mochis, ich habe die noch nie probiert, aber ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen scheu davor, weil ich glaube, das schmeckt mir nicht. Sahel, du magst Mochis, ne? Ich glaube, mir werden die nicht schmecken. Ich mag nur Cheesecake. Haben die Cheesecake? Achso, hier gibt es ja noch mehr, das habe ich gar nicht gesehen. Lol. Wow. Digga, hier chillen einfach echte Fische drin. Ich komme einfach echt nicht drauf klar, was wir hier aus Zufall entdeckt haben. Warum ist das Studio direkt neben so einem Ort? Also ich komme nicht drauf klar. Einfach Yum Yum in Bechern statt in der Tüte. Die ultimative Erfindung, ich glaube es nicht. Wir waren gerade auf dem Taxi, wir sind auf dem Weg home. Da hinten sind diese Hallen, wir sind echt einige durchgegangen. Dann waren wir nochmal im Studio. Und jetzt gehen wir home, weil ich kann nicht mehr. Ich will nach Hause und ich will Essen bestellen und ich will Wärme und ich will mich einkuscheln. Und das Einzige, was ich im Asiamarkt geholt habe, sind diese Raymond. Kommentiert mal, falls ihr die kennt, wie ihr die findet, weil ich habe keine Ahnung, wie die sind. Und ich hoffe einfach, dass das lecker wird.
Guten Morgen, liebe Leute. Es ist 10 Uhr morgens und die Zeit vergeht im Flug. Es ist jetzt schon Montag und wir fahren eigentlich theoretisch schon in 6 Stunden. Meine Freunde sind komplett Knockout und schlafen und ich gehe jetzt Brötchen holen, weil ich erstens Lust habe, ein bisschen frische Luft zu schnappen und zweitens will ich essen. Ich will mein Avocado-Brot. Und deswegen gehen wir jetzt ein bisschen Kreuzberg erkunden. Ich kann es einfach immer noch nicht glauben, dass ich gestern diese Hallen gefunden habe mit diesem ganzen Nagelshit, Leute. Das war für mich einfach wie das Paradies. Auch wenn ich jetzt nichts konkret gefunden habe, wollte ich da einfach unbedingt mal hin. Und ja, Digga, ich bin lowkey echt heiser. Ich glaube, das hört man aber auch, weil wir einfach echt lange wach sind die ganze Zeit. Gestern Abend haben wir auch nicht viel gemacht. Wir haben eine Serie geguckt. Ich bin eingeschlafen. Mein Kollege war nämlich gar nicht da, der war arbeiten. Dann ist er von der Arbeit gekommen. Dann bin ich wieder aufgewacht. Dann sind wir doch noch mal kurz raus. Haben uns mit einem anderen Kollegen getroffen. Und dann sind wir wieder nach Hause. Und ja, Digga, that's it actually. Ich bin hier gerade schön allein. Ich habe jetzt Brötchen geholt bei einem Biomarkt, weil ich echt niemandem mehr vertrauen kann. Ich habe letztens auch schon bei diesem Edeka Brötchen geholt. Die waren auch nicht wirklich das Wahre. Habe gerade einen Test auch gemacht, weil ich das ja brauche zum Zurückfahren. Und ja, Digga, ich freue mich so auf mein Avocado-Brot. Ihr habt keine Ahnung. Ich habe hier so einen arabischen Bäcker gefunden, habe mir jetzt ein Zimit geholt, weil ich will es ausprobieren, Leute. Und Schocknachrichten, mein Lieblings-Zimit-Laden, Leute, die Waren sollten Bescheid wissen. Ist einfach zu, die haben einfach geschlossen, Leute. Die wird es einfach nie wieder geben, es wird nie wieder mein Lieblings-Zimit geben. Und ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, seitdem ich das weiß. Es ist wirklich richtig schrecklich. Ich bin back home und Zahl hat einfach echt die Croissants reingemacht. Oh, scheiße. Auf jeden Fall, die sehen tot und so lecker aus. Und ich habe richtig Bock zu frühstücken. Let's get it. Sal hat jetzt einfach auch noch French Toast gemacht. Dazu haben wir diese Croissants, die Brötchen, die ich geholt habe. Leute, ich habe eine Mango geholt vor ein paar Tagen, die ist scheiße. Und Avocado Brot, ich habe ein paar Mal mit denen geschnitten. Aber die bocken nicht so. Und der sieht so sexy aus. Ja. Wir haben gefrühstückt, Leute, und ich bin mit Lime jetzt zu so einem Einkaufszentrum gekommen, weil ich unbedingt Subway-Cookies wollte. Und ich habe Subway gefunden und ich hoffe, gibt es Cookies, sonst heulen nicht, Leute. Also legit. Oh mein Gott, es gibt einfach Cookies. Hi! 3 White Chip Macadamia Nut Cookies, bitte. Ich habe meine Cookies, Leute. Ich habe so viele Macadamia Nuts geholt. Ich bin so happy. Jetzt gehe ich Shawarma essen, also beziehungsweise diese Hühnchentüte, die ich am ersten Tag gegessen hatte, wo ich so richtig skeptisch war. Leute, die war so geil, ich muss die nochmal essen, deswegen let's go. Und mit Lime bin ich auch richtig geil mobil. Nur wie komme ich hier jetzt nochmal raus? Achso, hä, von wo bin ich gekommen? Die Strecke sieht eigentlich ganz entspannt aus, ich muss nur gerade ausfahren. Und ich habe mein Lime, aber Leute, es ist 14.02 Uhr und wir fahren um 16 Uhr und der Top ist echt weit weg. Deswegen habe ich eigentlich keine Zeit und sollte jetzt schnell dahin fahren. Ich hoffe, ich packe mich nicht, weil es hat cool geregnet. Ich bin back beim Laden, Leute. Ich habe ihn einfach gefunden. Der heißt Baba Ganoush. Nee, Hummus und Baba heißt er. Und ich hatte dieses Shish Tavuk bestellt. Das heißt auf Türkisch Tavuk Shish. Also es ist ähnlich. Man kann verstehen, was sein soll. Und Shawarma sah auch echt lecker aus. Aber ich werde diesmal wieder Shish Tavuk essen, weil es einfach recht lecker war. Und ich freue mich, Leute. Außerdem kostet es 4 Euro. Es ist günstiger als Döner. Und es ist geiler als Döner. Also let's go. Meine Chicken Tasche ist da, Leute, und die haben mir einfach Falafel geschenkt oder so. Das frittierte Bällchen, I don't know what it is, aber so süß von denen. Und ich versuche das jetzt auch zu essen, was ich nicht essen kann, würde ich auch mitnehmen. Und ja, Digga, 10 von 10 kommt jetzt einfach mal hin. Ich habe das so weggehauen, Leute. Das ist einfach Chicken Döner, nur ein geiler. Es ist so perfekt geil, kommt unbedingt hin. Wow, Leute, das war Glück und Brot. Ich bin so happy gerade, das hat so gut getan. Wo ist mein Lime da? Oder ich nehme den Lime da hinten, keine Ahnung. Und dann fahre ich weg, weil in einer Stunde kommt unser verdammter Bus, Alter. Gar keine Lust, jetzt 2 Stunden in einem Bus zu sitzen. Ey, die Falafel haben meinen Käufer gefunden. Also Happy End, ich musste die nicht wegwerfen, Digga. Die sind scheinbar aus Kichererbsen, das habe ich gerade erst jetzt erfahren. Ich dachte, das ist so Gemüsebrei mit Kartoffeln, dies, das, Ananas. Aber Digga, das ist einfach Kichererbsen und dann ist es mit Hummus. Auch den Kichererbsen mit Kichererbsen. We going back. Das erste, was wir jetzt Hauptbahnhof machen, ist uns eine leckere Honey Chili Chicken Box holen, Leute. Ich glaube, dieser Vlog ist Harbi, nur so ein Zusammenschnitt daraus, was für ein Fettsack ich bin, Leute. Ich habe so viel gegessen und ich kann immer noch so viel essen. Ich habe diese Chicken Tasche jetzt aus Berlin verdaut. Ich habe schön gepennt im Bus. Und ja, Digga, jetzt geht's ans Weiteressen. Tschüss, hier geht irgendwie cool die Fette ab, aber egal, hier sind meine Nudeln. Wallah, beste, wo gibt es Honey Chili Chicken?
endlich wieder home, Leute. Oh mein Gott, ich habe mein Bett so vermisst. Man vermisst es so sehr, einfach in seinen eigenen vier Wänden zu sein. Und jetzt gönne ich mir meine Honey Chili Chicken Box. Wünsche mir einen guten Appetit. So, Digga, ich bin finally back und das ist auch das Ende des Videos. Es war ehrlich, muss ich sagen, eine Geburt. Ich weiß nicht, warum Berlin mich jedes Mal so erschöpft, weil ihr habt ja gesehen, ich war jetzt auch nicht im Club. Ich war zwar zwei Tage in der Bar und ich war nur drei Tage da. Aber wir waren abends, ja, wir haben ja jetzt nicht getanzt oder so. Wir saßen da, es war eine normale Bar. Insgesamt war es aber eine richtig schöne Abwechslung. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas Spektakuläres gemacht habe, wie beispielsweise in der Türkei oder in Barcelona, weil Berlin kenne ich halt einfach schon in- und auswendig. Das ist für mich wie so ein zweiter Standort. Aber ich habe, wie gesagt, Abwechslung gebraucht und dafür hat es einfach perfekt gepasst. Es war richtig geil. Ich habe meine Freundin in Berlin gesehen, die ich länger nicht gesehen habe. Ich habe einfach wieder ein bisschen Berliner Luft geschnappt, ein bisschen so Berlinerisch. Auch Leute, ich weiß nicht, ob es in diesem Vlog drin ist, aber in dieser Bar war einfach ein Tanzkurs. So, wir kommen in die Bar und das erste, was wir sehen, sind so 30 Frauen, Ü40, die so Salsa tanzen. Und ich war so, what the fuck, geht hier ab? Und dann meinte die Kellnerin so, oh ja, die haben ihre Tanzhalle verloren, deswegen haben die gerade ihre Tanzkurse bei uns. Und ich schwöre es euch, ich hoffe, ich habe diese Bar gefilmt. Leute, das ist eine stinknormale Bar gewesen. Und das ist einfach so typisch Berlin, dass die einfach ihre eigene Bar so einem Tanzkurs zur Verfügung stellen und dass du in eine Bar reingehst und da einfach so ein Tanzkurs stattfindet, dass so, Hamburg ist zwar crazy, aber nicht so type crazy. Wisst ihr, was ich meine? Und das habe ich einfach wieder gebraucht, dieses bisschen Craziness. Und jetzt habe ich meine Dosis Berlin wieder, das reicht mir. Wirklich. Ich glaube, jetzt bin ich wieder ein, zwei Monate weg vom Fenster. Aber ey, Leute, kommentiert mal unbedingt, wo ich in Deutschland sonst noch so hinreisen sollte. Weil voll viele von euch laden mich immer nach Frankfurt ein oder sagen, komm nach Frankfurt. Werde ich auch safe machen. Ich gehe auch davon aus, dass die meisten das sagen werden. Aber abgesehen von Frankfurt, was gibt es für Orte, die ich so neu entdecken kann, von denen ihr sagt, die sind mindestens so fresh wie Berlin und Hamburg. Weil ich habe keinen Bock, nach NRW geschickt zu werden, nach Bonn oder so. Und da schließt alles um 20 Uhr. Aber jetzt genug geschnackt, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, selbst wenn nicht, gebt mal auf korrekt einfach einen Daumen nach oben. Vergiss nicht zu abonnieren. Ich hoffe, das hast du schon längst getan. Genauso wie auf Snapchat, Insta und TikTok. Und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf, baut keine Scheiße und wir sehen uns auf meinem nächsten Video.